So, Nummer 1 war das. Der erste Nicht-Bruchstrich-Fahrer. Nummer 2. Gumasche Kapell und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Aufgrund des, naja, Wetters. Heute mal vom Moped aus. Trotz Herbst, Winter und Konsorten. Nummer 3. Interessant. Ich sehe mehr Mopeds als im Sommer. Naja, okay. So, es ist irgendwie Mitte November und es hat sich ergeben, dass einigermaßen das Wetter ist. Es sind so roundabout ungefähr ca. 5 Grad. Könne auch 7 sein, aber das macht ja nichts. Heute Morgen schien noch richtig schön die Sonne. Da war es aber noch ein bisschen frischer. Und ich habe gedacht, ich warte bis zum Mittag. Jetzt ist die Sonne weg, aber es ist wärmer. Man kann halt nicht alles haben. So, und für den aufmerksamen Beobachter noch der Hinweis oder die Erklärung, warum ich heute den Phil Reed Replica Helm auf habe. Obwohl ich ja erstens nicht auf ein Oldtimer-Treffen fahre. Und zweitens, die Sonne nicht scheint. Als ich mich vorhin fertig gemacht habe zum Losfahren, da hat das Klebepad an meinem Carberg-Helm gemeint, es müsste sich lösen. Und zwar nicht vom Helm, sondern von dem Grundhalter, der am Helm klebt, hier neben. Und da habe ich gedacht, dünner Keil noch neu, ausgerechnet jetzt fällt mir das Ding runter. Und da die ja so, naja, man sagt, die haben so 24 Stunden Trockenanziehklebezeit, bevor man sie belasten soll, konnte ich jetzt natürlich nicht warten. Also habe ich mich entschieden, da ja so ein bisschen wenigstens die Sonne scheint, hier mal den quasi Ersatzveranstaltungshelm in Einsatz zu bringen. So, habe ich mich also fertig gemacht, habe mein Zeug gepackt und habe überlegt, ich packe mal das ganze Geraffel ein, was ich so gedenke mitzunehmen hier in den neuen Tankrucksack, und habe festgestellt, der könnte ja unter Umständen vielleicht die Sicht behindern, aber das sehen wir ja dann, wenn es fertig ist. So, nächste Neuerung, eine, die man nicht sieht, da komme ich nicht hin, aber ich blende euch das mal ein. Und zwar habe ich für die Motorradjeans mir neue Knieschützer zugelegt. Da waren ja die ganze Zeit in so Einschubtaschen innen drin diese Trilobite Protektoren. Und die saßen natürlich nicht unbedingt da, wo sie hingehören. Vor allen Dingen sind sie andauernd verrutscht, weil die Befestigung derselbigen innerhalb der Jeans eher suboptimal war, und dadurch, dass mein Schneider die Hose gekürzt und umgebaut hat sozusagen, konnte ich die nicht mehr da befestigen, wo sie eigentlich vom Hersteller her für die Befestigung vorgesehen waren, und mussten mir da innen drin so, Moment, ich bin wieder da, und mussten mir da innen drin so Klettgegenstücke, irgendwie so, naja, Scheißkonstruktion halt.
So, und da habe ich mir nach langer Sucherei, wie man denn sowas überhaupt nennt, so ein paar Knieschützer bestellt. Nennt man, glaube ich, Knieschützer. Also früher beim Handball hat man das Ding Knieschützer genannt. Genannten. Also ein, naja, wie sagt man da, ein Umschnallprotektor fürs Knie halt. Also, ja, aber fürs Moped, nicht fürs Skateboard. Zumindest laut Hersteller. Das war jetzt erst einmal so ein billiger Versuch, ob sich das überhaupt praktikabel umsetzen lässt, ohne dass es einem irgendwie die Blutzufuhr zum kleinen Fußzeh abschnürt. Weil da gibt es nämlich noch ein Päckchen von einem anderen Hersteller, die deutlich vertrauenswürdiger aussehen und natürlich aufgrund der Namhaftigkeit desselbigen vertrauenserweckender scheinen. Die kosten aber 120 Euro das Pärchen. Die ich jetzt habe, deutlich weniger. Aber bis jetzt fühlt sich das gut an mit dem Knieschützer unter den Jeans. Vielleicht sogar deutlich vertrauenserweckender als die vorherige Lösung mit diesen Trilobite Protektoren. So, das ist also die eine Änderung. Und nochmal zurückzukommen auf den Carberg-Helm und die GoPro-Halterung. Ich werde dann versuchen, über den Winter mir mit Sucru eine GoPro-Halterung unten ans Kinn tatsächlich zu montieren, statt nebenseitig. Weil beide Helme liegen bei mir auf der Garderobe. Am Carberg ist das Haltepad-Ding abgefault und hier ist wie Beton. So, die Frage ist, was mache ich denn mit euch heute und wo fahre ich denn heute hin? Ach, ich habe eine Idee. Wie viel Uhr haben wir dann? Ich weiß gar nicht, ob die aufhaben. Müsste ich mal gucken. Ach, da gibt es wieder ein dreckiges Moped. Naja, egal. Also ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Nummer 4. So, Freunde, weiter geht's. Die nächste Änderung, die ich noch angehen muss, Anfang nächsten Jahres, ist ein Wechsel des Telefonproviders. Ich habe jetzt da vorne gestanden und hat wieder kein Internet. Das ist hier bei uns im Odenwald essentiell, dass man einen Provider hat, der eine möglichst große Netzabdeckung hat. Und die Firma, die sich anhört wie Wasser, hat es halt nicht. Ne? Und die Firma mit dem nervigen Jingle, die pinkfarbene, da hat man halt hier überall, wie heißt das, LTE oder so, fast überall. Ja, das kommt dann noch auf uns zu. So, also ich gucke jetzt mal, ob die da, wo ich jetzt hinfahre, ob die offen haben. Das ist ja so eine Unzeit. Samstags, mittags. Keine Ahnung, wie viel Uhr es jetzt ist. Hätte schon natürlich mal auf die Uhr gucken können, ich Trottel. Aber ich weiß nicht, ob die mittags zu haben. Zwischen 2:30 und 5:00. Ich meine, ich hätte da sowas im Kopf, aber es kann natürlich sein, dass das am Wochenende nicht ist. Deshalb gucke ich da mal. Und wenn ich da bin, und dann erkläre ich euch auch, warum ich da hingefahren bin. Da schalte ich euch jetzt erst einmal auf
auf aus. Oder auf Musikspur, ist gleich. So wie man an den Aufnahmen unschwer erkennen konnte, zumindest als aufmerksamer Zuschauer meiner Videos, war ich gerade im Lärmfeuer und habe mir dort einen Kaffee gegönnt. Entschuldigung. Hab mir dort einen Kaffee gegönnt und wie ich rausgekommen bin, fällt Wasser vom Himmel, was es alles gibt. Oh. Krieg ich ein Smiley? Nee. Oh, jetzt wird es aber eklig hier.
Wollte dort eine Hotelbuchung vornehmen. Jetzt hat aber leider an diesem Wochenende, an dem ich diese Hotelbuchung vornehmen wollte, die Location geschlossen, weil der Junior heiratet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Muss ich mir halt was anderes suchen. Das Problem bei dieser Suche ist, ich suche was für, so irgendwas zwischen 20 und 60 Leute. Aber als hilfreiche Bikerin und Rennkuhfahrerin wurde mir da geholfen. Jetzt wollte ich eigentlich da hinfahren, aber das Wetter geht mir auf den Sack. Fahre ich halt jetzt nicht dahin. Ich mal im Internet in. Also, das war jetzt auch so ein Reim mich oder Schlag mich. Also, ich muss mal da im Internet gucken. Sieht ja so aus, als ob es hier aufreißt oder Karwasser vom Himmel fällt. Macht ja nichts. So, der wissende Zuschauer wird sicherlich erahnen, warum ich dort war. Und hält bitte die Klappe. Nach dem Motto, ich weiß es, ich weiß es. Und der nicht wissende Zuschauer, bleibst du drin. Und der nicht wissende Zuschauer lässt sich halt überraschen. Sag ich jetzt einfach mal so. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Oder schöne Winter. Wir singen.